Doch, nee, ist alles gut, ist alles gut. Ich habe gerade ein bisschen Horror gehabt, dass es so nicht geht. Und ohne Ton wäre ja doof. Mache ich auch nochmal den Ton an. Ich habe ohne euch ein bisschen was vorgemacht. Habe nämlich den ganzen Kram. Ich gehe mal hin, dann kann ich euch das direkt zeigen. Werdet ihr auch sehen, was ich gemacht habe. Weil jetzt eine gewisse Person nicht mehr da ist. Was? Die sind immer noch da? Ich habe das alles gekauft. Also ich habe eigentlich hier alles gekauft. Ihr seht jetzt auch, da stehen jetzt andere Objekte. Selbst das Zauberumhang und die. Oh mein Gott, ich habe die Edelperle noch nicht. Oh nein. Ich habe bestimmt auch nicht mehr genug Geld dafür. Die muss ich jetzt noch ersteigern. Machen wir mal kurz hier. Ich habe gedacht, ich habe alles. Es hat so lange gedauert. Das ist ein Item für hier zum Anlegen. Zum Beispiel die Elfenohrringe, die habe ich jetzt auch gekriegt. Und das ist einfach ein Item zum Anlegen. Und dadurch kann man halt Abilities freischalten. Und ich will es ja nicht zu 100% das Spiel machen. Ich frage gerade, ob ich sie nehmen soll. Grube, erinnerst du dich zufällig, was das für ein Item war, die Edelperle? Ob das ein besonders gutes Item war, das ich brauche unbedingt? Weil eigentlich würde ich das Spiel gerne spielen, ohne so krass zu leveln und so, sodass wir halt wirklich so ein Spielerlebnis haben und auch ein bisschen Spannung drin ist. Weil wenn man bei Final Fantasy zu viel levelt, dann rennt man meistens durch die Sachen durch. Hast du den magischen Finger schon? Oder kriegt man den erst später? Ich glaube, den kriegt man erst später. Ich glaube, den kriegt man erst später. Außer der sagt jetzt ja, weil du die Edelperle geholt hast, dann kriegst du auch noch das andere. Wie gefällt euch denn die Kameraeinstellung, die neue? Das Bild ist jetzt halt gestreckt. Das sieht jetzt bei mir auf dem Bildschirm sieht es genauso aus, wie es vorher aussah, aber bei euch sieht es ein bisschen anders an. Moin, komisches Mausoleum. Ah, Mist, ich hab's wieder nicht umgestellt. Tatsächlich hatte ich gerade eben Final Fantasy drin. Aber ich habe jetzt erst vor einer Sekunde. Vor einer Sekunde habe ich erst Final Fantasy angefangen. Aber danke fürs Aufmerksam machen. Warum wird mir das nicht angezeigt? Wow. Thank you for nothing, Twitch. Ach, ich gehe in Retro rein. Retro hat mehr Aufrufe. Was ist das denn? Irgendwie geht das gerade alles nicht mehr. Was ist denn hier? Oh oh, ich habe Angst, dass die Perle gleich. Ach, hier ist es doch. Ich gehe in Retro rein. Hoffe, dass. So, wir sind aber noch nicht bei der Edelperle, oder? Ich habe es nicht mitgekriegt. Das ist bei mir im Hintergrund gelaufen. Ihr habt aufgepasst, oder? Doch nicht. Sehr schön. Wäre jetzt richtig ärgerlich gewesen. Ich habe sowieso. Ich bin mir ein bisschen unsicher, ob wir genug Geld haben, um die zu ersteigern. Ich habe irgendwie. Ihr könnt es auch mal an den Leveln sehen. Ich war Level 6. Jetzt bin ich nicht mehr Level 6. Jetzt bin ich Level 17. Ja, ich habe ein bisschen vor der Stadt. Du spielst das auch gerade mal wieder. Wo bist du denn? Bist du noch in Alexandria oder schon in Treno, so wie ich? Gib mir jetzt diese doofe Edelperle. Ich hab schon alles andere. Gerade das Jagd. Oh, das Jagdfestival in Lindblum, das habe ich auch schon auf dem Stream gesagt. Das find ich richtig cool. Das mag ich gerne. Ich finde, das ist auch relativ spannend immer. Ich habe immer so das Gefühl, ich schaff's. Ich bin mir nie ganz sicher, ob ich es wirklich schaffe. Ist jetzt endlich diese. Ja! Bei 2500 fängt er an. Oh mein Gott, das kann ja was werden. Ihr habt doch gar kein Geld mehr. Ihr habt schon so viel Geld ausgegeben, Leute. Nein! Unnötig gewartet, ja, wow. Ne, wir machen das nicht. Ich ersteigere diese Edelperle nicht. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wir machen jetzt mal weiter in der Story. Ich mache einen All-Achievement-Run. Da muss denn Vivi gewinnen. Ah, nee, nee, das mache ich nicht.
Ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich habe ja noch nie ein Spiel komplett komplett mit allen Achievements gespielt. Wo lang muss ich nochmal? Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Und hab auch noch nie Final Fantasy 9 anders gespielt, als dass ich mir die Story zum 50.000. Mal angucke. Hier müssen wir hin. Hallöchen, die Rehmama. Vielen Dank fürs Bye-Bye-Gucken. Beim magischen Finger liegt das Startgebot dann bei 85.000 Geld. Das kann ich mir jetzt im Moment sowieso noch nicht leisten. Ach. Schöner neuer Smiley. Emoji meine ich, nicht Smiley. Professor Toto. Schöner Mond, schöner Hintergrund. Finde ich gut, finde ich gut. Da ist eine Schatztruhe. Prinzessin, bitte vergebt mir meine Dreistigkeit, euch in solch einer schäbigen Behausung zu empfangen. Hier wohnt ihr also, Professor? Ich mach mal meinen Stuhl ein bisschen runter. Final Fantasy 10 gezockt, nie bis zum Ende. Ich verließ Alexandria und war seitdem ständig auf der Suche nach einem Geldgeber für meine Forschung. Doch glücklicherweise fand ich hier in Treno bald einen Gönner und ließ mich nieder. Aber wie bezaubernd ihr geworden seid, mein Herz ist erfüllt von Freude, dass es mir noch einmal vergönnt ist, euch treffen zu dürfen. Professor Toto, es freut mich, euch bei so guter Gesundheit und Laune anzutreffen. Oh, ich sehe, die Prinzessin hat euch in einen treuen und verlässlichen Reisebegleiter. Ja, ich könnte nachts nicht ruhig schlafen, in dem Wissen, dass die Prinzessin auf so einer gefährlichen Reise alleine zurechtkommen muss. Ein ernster Zeitgenosse wie eh und je. Ihr habt sicher eure Gründe für die Reise. Ich werde euch also keine lästigen Fragen stellen. Jedenfalls habe ich die Silbernadel in diese Truhe getan. Bitte verfahrt mit ihr, wie es euch beliebt. Ich bin dann mal so frei und so. Silbernadel erhalten! Unverschämter Kerl! Ein Dankeschön wäre ja wohl das Mindeste! Bitte beruhigt euch, Hauptmann Steiner, es ist in Ordnung. Damit kann ich endlich Plank befreien und so. Es ist schon wirklich eine Schande, dass ich neuerdings mit elendem Diebespack zusammenarbeiten muss. Ab Donnerstag mache ich dann Final Fantasy 10. Ich freue mich wie ein Schnitzel. 10 ist für mich vermutlich wie 9 für dich. Da werde ich aber auf jeden Fall auch zuschauen. Ich liebe 10 auch. Ich habe auch einen besonderen Platz für 10 in meinem Herzen, auch wenn ich es nie zu Ende gespielt habe. Klingt absurd, aber ich... Was ist das für eine doofe Stelle? Ich hab's geschafft, Leute. Schwierigste Stelle im ganzen Spiel. Warum gibt's denn hier nichts zu holen? Frechheit. Gibt's hier was zu holen? Ganz ehrlich, da kletter ich hier hoch. Was gibt's? Gar nichts. Frechheit. Frechheit. Richtig mies, aber absolut am allerschlimmsten ist Final Fantasy 7. Das geht nicht. Das ist einfach ganz schlimm. So, wir gehen nochmal. Schon wirklich eine Schande, so. Professor, ist das der alte Gaia-Globus? Richtig. Eine recht akkurate Nachbildung des Planeten, der uns beheimatet. Gaia. Ihr habt mich damals viel gelehrt, Professor. Ich hoffe, mein trockener und langweiliger Unterricht konnte euch im Nachhinein betrachtet das ein oder andere Mal zum Nutzen gereichen. Es ist in Final Fantasy 9 aber auch schwer zu erkennen, was im Hintergrund gehört und womit man interagieren kann. Das stimmt. Wobei ich das finde, dass sie das mit den Ausrufezeichen ganz gut gemacht haben, weil die doch schon sehr prägnant sind, wenn sie mal aufploppen. Entziffert man mehr als 500 Jahre alte Schriftstücke, stößt man doch immer wieder auf zwei bestimmte Begriffe. Zum einen Schatzkristall und zum anderen Esper. Aber beide Begriffe findet man in keinem einzigen Schriftstück, das jünger als 500 Jahre ist. Laut dem angesehenen Archäologen Frederick Ash handelt es sich bei den Schatzkristallen um Ketten, die in Alexandria von König zu König weitervererbt wurden. Ah, was am Arsch? Nein! Hab ich ganz vergessen. Puh. Trink mal ein... War okay. Ich trink das gerade leer, Leute. Ich trink das gerade leer für euch. Boah. Jetzt habe ich ein bisschen Wasserbauch. Tühü. Reicht uns das? Wollt ihr noch mehr? Ganz ehrlich. So, das war noch ein Schluck. Du brauchst einen Sound, gib mir den Wodka, Anushka. Nein! Ich stehe einfach und dann ärgert mich richtig.
Dann bin ich so arm und verzweifelt wie der Spirit, der hier immer total abgefüllt wird von allen. Oh nein! Leute! Dann denkt man mit den... Oh! Ich hab nichts mehr zu trinken gleich hier. Ich hab mir nicht so viel geholt. So, das war jetzt genug. Ich habe jetzt fast Zeit. Okay, das ist okay. Ihr wisst schon, dass ihr mit dem Kanalpunkt noch was Anständiges anstellen könnt. Oh mein Gott. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und Strecke. Und dann Haltung annehmen. Okay, das kann ich ja auch. Gerade sitzen kann ich ja. Uff. Ich muss auch mal den Dance-Ding muss ich auch mal als... Oh. Guck, ich sitze ganz gerade. Ich hab Haltung. Sehr gute Haltung. Jetzt darf ich mich nur nicht wieder so krummelig setzen. Oh, jetzt muss ich die ganze Zeit ausstoßen. Ne? Ah, nein! Und fünf und Strecke. Wie viele Kanalpunkte habt ihr denn noch? Ist doch was Neues da? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, das war jetzt alles. Wenn ihr mich gleich nochmal ausstehen lässt, dann gibt's Ärger. Gibt's Ärger. Mein Gott, ich mache ja richtig Sport. Da hätte ich auch gleich Sportstream drunter. Jetzt war's genug. Oh nein! Oh Mann! Eins und drei und drei. Meine Katze guckt mich schon an, als ob ich so doof wäre. Und vier und fünf und Strecke. 4300. Oh nein! Ich hätte 8K. Nein! Okay, ich mach ja da eine Cooldown rein. Wobei ich es auch ganz lustig finde für euch, denke ich. Aber ich mach das Trinken ein bisschen höher. Auch so auf 500. Genau, weil ansonsten passiert genau das, was Roll gerade in den Chat gemacht hat. Jedoch kommt es mir seltsam vor, Ketten als Kristalle zu bezeichnen. Und auch seine Abhandlung. Warum ist denn das jetzt auf einmal total leise? Lol, kleiner Bug im Reward-System, da wurde sich verzählt. Hä? Kann man nur als überaus interessant bezeichnen. Professor Toto! Ach, es geht wieder weiter, den muss ich gerade verwirrt. Ah, Prinzessin. Ihr habt wohl gerade wieder ein ganz schweres Buch gelesen, nicht wahr? Oho, leider habe ich bereits so gut wie alle Bücher hier durch. Es ist nur, dass sich mein Geist beruhigt, wenn ich von Büchern umgeben bin. Uff, ich finde ja schwere Bücher ziemlich doof. Prinzessin, ihr solltet euch aber eine Sprechweise angewöhnen, die eurem edlen Blut entspricht. Schwierige Bücher missfallen euch also, meint ihr? Gut, aber obwohl mir schwere Bücher missfallen, so war es letztes Mal sehr spannend, als ihr mir aus dem einen vorgelesen habt. Wie hieß es doch gleich nochmal? Deine Taube möchte ich sein. Eines der Werke von Meister Avon. Sehr wohl, mich dünkt es ebenso. Na, was sagt ihr? War das mein edlem Blut angemessen? Oh, mich dünkt. Ihr solltet heute nicht vergessen, eure geliebten Lilien zu düngen, teuerste Prinzessin. Professor Toto, was ist denn das hier? Ein Gaia-Globus, ein Modell des Planeten, auf dem wir leben, sozusagen. Wir haben jetzt minus ein Reward-Request. Hä? Das ist immer verwirrend. Gaia-Globus? Leben wir etwa in dieser runden Kugel? Ich meine diesen Globus? Hohoho, nicht in, sondern auf dem Globus, beziehungsweise auf dem Planeten. Huh?
Moment mal, ein Planet besitzt Energie, besitzt Leben. Und das wird zur Grundlage der Theorie über die Beziehung zwischen Steinen und Beschwörung. Und das bedeutet wiederum... Das ist es! Oh, Prinzessin, ich bitte vielmals um Verzeihung. Ich habe mich mal wieder hinreißen lassen. Schon gut. Sag mal, wo ist denn auf diesem Globus mein Zimmer? Nun ja, dermaßen detailgetreu ist solch ein Globus leider nicht. Aber das Schloss ist drauf, oder? Nun, ich fürchte auch das Schloss nicht. Es ist jetzt bald 8 Jahre her. Ja, wie schnell doch die Zeit vergeht. Seitdem habe ich wie immer Bücher und andere Materialien zusammengesammelt und meine Forschung fortgesetzt. Und der Gaia-Globus? Ja, der hat schon so einiges durchgemacht, aber ich reparierte und das gute alte Stück und benutze ihn nun als Sternwarte. Die Sterne aus dem Herzen Gaias betrachten, eine irgendwie interessante Perspektive, wie ich finde. Das stimmt. Prinzessin, ich möchte euch nicht belästigen und über die bisherigen Geschehnisse ausfragen. Aber ihr solltet wissen, dass ich auf eurer Seite stehe. Wenn ich euch also mit einem bescheidenen Fähigkeiten zur Hilfe gereichen kann, so wäre es diesem alten Wirrkopf eine große Ehre. Professor Toto. Ich verstehe. Nicht zu glauben. Die Königin geht also schon so weit, wie ihr wollt. Ich halte es zwar für sehr gefährlich, aber ich werde euch helfen, wieder nach Alexandria zu gelangen. Aber... Ich war gerade Steiner Stimme. Aber wie nur? In weiser Voraussicht, dass es eines Tages mal von Nutzen sein könnte, habe ich einen sehr alten Mechanismus restauriert und regelmäßig gewartet. Hier entlang bitte. Oh, soll das etwa heißen, dass wir nach Alexandria zurückkehren können? Ich komme auch mit und so. Was willst du denn in Alexandria, du Lump? Von Alexandria aus ist es nicht weit zu verdammten Wald in den Plängen, das als Steinstatue sein Dasein befristet und so. Hi Roxas, wie geht's, wie steht's? Peace! Du hast gerade eine Sporteinheit und ein verzweifeltes Tomatentrink-Ding hier verpasst. Wunderbar, dann gehen wir alle zusammen. Nicht wahr, Steiner? Moin, Sie unterstrich Murochiatix 100. Moin, Sifix. Hallo, Multimirror. Moin, Sifix. Ich will eigentlich gern nochmal den sprechen, aber ich weiß nicht mehr, ob der überhaupt nochmal drankommt. Schade. Alles bestens. Bei euch so? Bei mir ist auch ganz gut alles. Ja. Bisschen Wasserbauch jetzt gerade, aber ansonsten geht's mir sehr gut. Wir müssen Plank und auch Mutter helfen. Plank ist erstmal wichtiger, weil ich Plank in keinem fucking Final Fantasy geholfen habe. Dieses Mal mache ich das. Deswegen geht's da also hoch. Aber ich glaube, wir können damit fahren. Wir müssen nicht... Oh, cool, hier ist ein Mokri. Das hier ist die Gargantula-Bahn, die in alten Zeiten Alexandria und Trino verband. Wie kommt es denn, dass es unter einem Turm einen Ort wie diesen gibt und so? Die Bahn stammt noch aus Zeiten, in denen es keine Luftschiffe gab. Und nicht die Bahn wurde unter einem Turm gebaut, sondern der Turm über der Bahn. Aber alles wirkt so, als wäre erst vor kurzem erbaut worden. Ich unterrichtete Baron Bishop über diesen Ort und bat ihn hier alles wieder ein wenig zu restaurieren. Allerdings wurde die Bahn seitdem noch nicht benutzt. Als erstes muss man die Weiche umlegen, sonst kann die Gargantula gar nicht hier durchkommen. Aber der Weichenschalter, wo war der nur gleich wieder? Wie diese Bahn nun genau funktionieren soll, ist mir zwar nicht so ganz klar, aber fürs Erste sollten wir diesen Weichenschalter finden. Prinzessin, lasst uns suchen gehen. Ich kann mich gar nicht mehr genau an diese Stelle hier erinnern. Ich hätte so gerne einen Brief. Ach Mist, ich habe irgendwo ein Mokri vergessen. Vermaledeiter Bommel. Mist. Ah, ich weiß wieder nicht, welchen ich vergessen habe. Das passiert mir jedes Mal irgendwo an der Stelle, dass ich irgendeinen vergesse. Frechheit. Ah, jetzt ist zu spät. Oh, Schatzruhen! Ich liebe Schatzruhen. Kann man gut. Schatzruhen sind einfach... Hä, der hat so wenig... Ich hätte mich mal heilen können, aber nein. Machen wir mal Stärkste mit ihm anziehen. Der wird wahrscheinlich sowieso alles richtig hart weghauen.
Musik ist auch wieder. Einfach geil. Muss sagen. So, dem gebe ich nichts mit, weil der nicht lange in unserem Team sein wird und er auch keine Abilities lernen kann. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann er abhaut, deswegen lasse ich ihn mal lieber so. Sehr schön. Hier lasse ich das. Braucht nichts. Mitri-Route. Mitri-Route muss ich noch lernen. Ich muss, glaube ich, nochmal. Sefix noch eins. Aber wirklich, ist richtig Sefix. Phönixfeder. Wir legen schon mal um, weil wir müssen. Wir können jetzt ja sowieso nochmal kurz zurück. Und wir müssen ja nicht direkt mit ihm reden. Und ich muss noch ganz kurz in die Stadt, weil ich glaube, ich keinen Donnerstab habe. Ach, der geht, kommt nochmal mit zurück. Lul. Automatisch. Ich muss mal gucken. Donnerstab, Gletscherschopf, Feuerstock. Hä, das sind doch alle drei Elemente. Dann habe ich doch alles. Da hatte ich zwei Donnerstöcke. Sefix noch eins. Ich will jetzt... Ich zählt jetzt noch. Ich habe 14 Zelte. Hallo, ich bin richtig reich. Ich kann Zeltlager aufbauen damit. Einfach so. Er steht da die ganze Nacht so. Ich weiß nicht, wo der Schaubauer ist. Keine Reaktion. Ach, das war bestimmt ein Rätsel. Das war bestimmt ein Rätsel. Meine lieben Kinder. Ja, genau damit können wir die Gargundula in das Innere passieren lassen, wo sie sich dann im Kreis bewegt. Im Kreis bewegt? Ganz recht, die Gargantulabahn stellt man sich am besten als eine Art großen Kreisverkehr vor. Und wenn wir nun mit diesem Schalter die Weichen umlegen, so wird die Gargantula auf diesem Kreisverkehr geführt und auf ihn gefangen. Stimmt schon, die Musik in diesem Game ist verdammt nice. Ich stehe generell auf Final Fantasy Mucke. Ja, das auch. Und ich muss halt auch wirklich sagen, das ist eine der wenigen Stories, wo ich mir wirklich denke, okay, es ist ein bisschen abgefahren. Es ist halt Fantasy-Setting, aber es ist halt irgendwie auch so abgefahren, dass es halt alles total plausibel ist. Also zum Beispiel diese Bahn hier. Das ist einfach ein interessantes Game-Element, was aber nicht so hart gestretched wurde. Kreisverkehr, Gargantula, ich befürchte, ich kann euch nicht ganz folgen. Ich würde euch lieben gerne alles über diesen faszinierenden Mechanismus erzählen, aber ich befürchte, die Zeit haben wir nicht. Jetzt hat der Schalter Vorrang. Huch! Da ist sie. Was ist das? Pünktlich auf die Minute, das ist die Gargantula, die sich entlang der Wurzeln bewegt und an ihrem Rücken ist ein Passagiergondel angebracht. Jetzt müssen wir sie nur noch zum Anhalten bewegen. Fressi! Fressi, Fressi. Was ist der? Wo war das doch nur? Genau, das ist es. Leg den Hebel um und wenn die Gargantula dann anhält, dann... Ich finde das einfach einen geilen Mechanismus. Muss ich halt wirklich sagen. Bitte beeilt euch. Wenn sie das Futter gefressen hat, dann rennt sie so gleich wieder los. Sollen wir dann wirklich einsteigen? Wenn sie wieder losläuft, sind wir dann nicht in dem Kreisverkehr gefangen? Keine Angst, Prinzessin. Ich werde den Schalter bedienen, um die Weiche wieder umzustellen. Hauptmann Steiner, kümmert euch bitte um die Prinzessin. Ich verlasse mich auf euch. Seid unbesorgt, Professor. Das könnt ihr auch. Die Prinzessin ist zwar gewiss nicht mehr das kleine Kind von damals, aber trotzdem ist sie noch so jung. Ich bin etwas beunruhigt. Hauptmann Steiner, seid bitte wachsam und trefft die richtigen Entscheidungen. Aber ich bin nur ein einfacher Ritter. Es steht mir nicht frei, eigene Entscheidungen zu treffen. Und da ist der Grund, warum er sich so verhält, sau oft. Einfach, dass er sich das selbst nicht zugesteht. Und deswegen mag ich Steiner als Charakter so gerne. Jetzt habe ich voll wieder Lust auf das doofe Spiel. Mehr gerade an, was ich mich alles nicht mehr erinnere. Ja, ich liebe die Gargantula-Bahn tatsächlich. Und ich liebe Steiner auch. Wollt ihr damit sagen, ihr könnt keine eigenen Entscheidungen treffen? Hauptmann, versteht ihr denn nicht, wer keine eigenen Entscheidungen trifft? Der verharrt sein Leben in der Passivität. Ich... Schreibe es mir hinter die Ohren. Das ist der Key-Element. Das ist das Key-Element für ihn. Du kannst das. Du kannst dir das eingestehen, dass du auch selbst denken kannst. Und ich weiß nicht, warum ich gerade so emotional werde, aber ich mag halt Steiner als Charakter so gerne. Und
dass er halt so viele doofe Entscheidungen trifft und immer gegen die Räuber ist. Das ist, hat ja alles nur was damit zu tun, dass er halt seiner Königin und dieser Monarchie so total vertraut. Nun heißt es also für eine Weile, leb wohl, Prinzessin. Professor Toto, bleib wohl auf. Jetzt muss ich aber mich aber beeilen. Bleibt nur noch die Weiche umzustellen. Prinzessin, passt bitte auf euch auf. Und so geht unsere Reise also wieder weiter und so. Mit dieser Bahn kommen wir bis nach Alexandria, nicht wahr? Man sieht gar nicht mehr, wo wir eingestiegen sind und so. Wie lange werden wir wohl noch unterwegs sein? Das hätte ich mir auch nie erträumen lassen mit so einem ungewöhnlichen Transportmittel, meine ich. Ja, Professor Toto war schon immer etwas exzentrisch. Was geht hier vor? Sieht aus, als würden die Gargantula bocken. Die Gargantula ist total süß. Vor allem das ist sie. Wird die total knuddeln, würde ich die. Prinzessin! Wie immer. Und ich finde auch, die Bosse sind da halt einfach gut gesetzt. Müsste ich die PS2 anschließen? Ja, aber es ist ein Erlebnis, ne? Ist das etwas der Grund dafür? Easy. Das wird jetzt so leicht. Das wird der leichteste Boss ever. Aber ich muss klauen. Diesmal mal nicht vergessen. Ich habe das Klauen schon verkackt. Ich habe alles generell schon verkackt in dem Spiel. Ich kann gar nichts mehr mit 100% machen. Aber es ist ja auch nicht dafür so richtig gemeint. Analysieren wir erstmal, dann machen wir mit ihm mal einen Angriff und mit ihm klauen wir. Wow. Ich hasse das! Teufelskuss, was ist das nochmal? Gift? Haha, hab ich doch gewusst. Ja, Osal-Armreif, das habe ich schon. Aber kann man immer mal wieder gebrauchen. Ich habe Angst, dass ich den mit Steiner zu sehr fertig mache. Weil der macht mir ja jetzt schon kaum Schaden. Abwehr. Machen wir mal lieber Abwehr mit denen. Mithrilgabe. Oh, sehr schön. Dann hat man noch... Es sind immer 3 Items. Das heißt noch ein Item, das ich klauen muss. Komm, dann können wir jetzt auch schon mal... Ah, nein! Ich wollte nicht mit Vakus angreifen. Och, Mist. Machen wir mal Heilmagie auf Steiner. Warum habe ich mit Vakus Abwehr... Manchmal drücke ich falsch. Ach, stimmt. Stimmt. Der hat Gift, ne? Das heißt erstmal ein Antidot auf den. Oh! Trotzdem gestorben, eh. Kleiner Schlingel. Hä? Ah, ich weiß, woran das liegt. Ich muss dem den Ring ausziehen, ey. Widerlich. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den überhaupt heilen kann, weil ich das doofe. Ah, ich habe den Reflektring auf dem drauf. Das heißt aber, er kann auch nicht... Ganz ehrlich, es kann gut sein, dass ich jetzt sterbe. Einfach wegen dem doofen Reflektdings. Ach, sehr schön. In dem Moment ist der gestorben. In dem fucking Moment. Der Reflektring macht tatsächlich nichts Gutes im Moment. Der ist einfach nur nervig. Das macht er. Ich glaube, ich lasse mich sterben. Kein Bock drauf. Den Mist jetzt. Habe auch nicht mehr viele Phönixfedern. Normalerweise... Der macht halt irgendwie... das eigentlich...
so Magieangriffe reflektiert werden. Aber ich habe letztes Mal den eingesetzt bei einem Monster, was ich eigentlich noch in der Stadt besiegen wollte. Und da hat es das irgendwie nicht reflektiert. Das heißt, ich weiß gar nicht, was es überhaupt genau bringt. Ich ziehe den auch gleich nach dem Kampf nochmal aus. Normalerweise halt eigentlich reflektieren. Ich brauche den doch zum Klauen. Ganz schön windig draußen, ja. Aber die Luft ist so schön angenehm. Ja, gib mir einen Teufelskuss. Geh mal nur schon auf die Nerven, junger Mann. Ja, ach, er ist schon und habe nichts. Okay. Dann habe ich das jetzt voll unnütz gemacht. Aber okay. Ist es sehr laut mit dem Wind? Hört man das arg? Ansonsten würde ich's. Das war schon das dritte Mal, habe nichts. Oh mein Gott, ich passe gar nicht auf. Schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Für mich nicht. Sehr schön. Wenn's für euch geht, dann würde ich so lassen. Komm, jetzt kann ich auch Autokampf machen. An der Stelle. Nein, nicht gute Nacht. Jetzt kann ich nicht mehr verteidigen. Allheilmittel, Eschokraut, Baldrian. Ich glaube, ich habe gar nichts dafür. Ist mit ihr was? Nee, auch nicht. Das ist ja Kacko. Analysier Mama, wie viel der noch hat. Ah, nee, ich meinte, bei mir vom Winter sehe ich die Windbäume peitschen. Ja, okay, dann ist es ja schon wieder verfehlt, ganz ehrlich. Töte jetzt mal bitte Markus, damit ich ihn nochmal wiederbeleben kann. Nicht Garnet töten! Boom! 72 Schaden. Wow. Ach, endlich, Halleluja. Ist nochmal Trisaster? Nee, Trisaster will ich nicht. Mach mal Kraftschwert. Kraftklinge. Nein, du Frechdachs! Willst du mich verarschen? Endlich angekommen und so. Das arme Tierchen sieht auch ziemlich erschöpft aus. Was denn? Was ist das für ein kleiner Feiglingswurm, ey? Was? Ganz ehrlich. Aber ich hätte nie gedacht, dass es einen Ort wie diesen in Alexandria gibt. Ja, genau. Wo sind wir überhaupt und so? Das wollen wir doch gleich herausfinden. Ich glaube, wir sind in der Nähe von... Ist das hier wirklich Alexandria und so? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es scheint mir so. Gut, wie geht es hier raus und so? Nun ja, also... Hier! Beeilen wir uns, Prinzessin! Wartet, Steiner! Ich kenne diesen Ort hier. Professor Toto erzählte mir von hier. Diesen Ort hat der frühere König Alexandria zum Schutz vor einer Invasion durch ein feindliches Reich erbaut. Außerdem erzählte Professor Toto noch, dass... Prinzessin, wir können dies nachher in aller Ruhe besprechen. Ne? Jede weitere Minute, die wir an einem modrigen Ort wie diesem hier verbringen, ist unsere Gesundheit abträglich. Genau, wir müssen uns beeilen und so. Ja, wir müssen uns wirklich beeilen, damit wir so schnell wie möglich Plank zurückverwandeln können. Steiner, lass uns gehen. Wow. Kerl, was hast du getan? Ich habe rein gar nichts getan. Spar dir deine grundlosen Anschuldigungen und so. Soll ich dir das glauben, Kerl? Nennst du mich einen Lügner oder was? Mist, weil du so viel rumlaberst, haben wir verpennt abzuhauen und so. Haben wir euch, sag ich. Welch prachtvoller Anblick, sag ich. Zahn, Zahn.
Ich bin es, Hauptmann Steiner von der Blutetruppe. Wir sind nach Alexandria zurückgekehrt. Lasst sofort das Gitter wieder runter. Jedenfalls nennt er ihn nicht Schnucki. Das ist doch auch schon mal was. Das ist leider ganz unmöglich, sag ich. Ganz genau, unmöglich, sag ich. Son. Ich bin nach Alexandria zurückgekehrt, weil ich mit Mutter etwas bereden will. Hört auf mit dem dummen Streichen und bringt mich sofort zu Mutter. Wir bringen dich sowieso zu Königin Prayne, ob du nun was zu bereden hast oder nicht, sag ich. Egal wie schafft mir sofort Garnet her, so lautet König Praynes Befehl, sag ich. Wie bitte? Was bitte? Was soll das heißen? Hallo? Lol, das hat aber lang gedauert. Dankeschön für deinen Lurk, Multiburro. Kannst du aufstehen, Freya? Mir geht es bestens. Übernimm dich nicht. Vivi, wie sieht's bei dir aus? Ich bin okay. Tja, was machen wir jetzt? Was machen wir denn nun? Sie sagten, sie wollen nach Clara. Verfolgen wir sie? Was gibt es da noch zu überlegen? Ich breche unverzüglich nach Clara auf. Ich wusste, dass du sowas sagen würdest. Vivi, bist du auch dabei? Also, in Clara erfahren wir vielleicht das Geheimnis der Schwarzmagier, oder? Nun, wenn wir Prayne und diesen Kuja auf der Spur bleiben, dann wissen wir bestimmt auch bald alles über die Schwarzmagier. Dann komme ich auch mit. Clara, schon allein der Name klingt lecker. Das wird ein Festschmaus-Schmampf. Übrigens, wie geht es wohl Lilly? Lilly? Keine Sorge, Lilly habe ich nicht vergessen. In Bomezia war sie allen Anschein nach nicht, aber ganz sicher laufen wir ihr schon sehr bald über den Weg. Also, dann nichts wie los. Soll in der Wüste westlich von Bomezia finden, aber ob wir durch den Sandsturm gelangen, ist eine andere Frage. Bloß keinen Pessimismus aufkommen lassen. Wenn wir erstmal dort sind, wird das schon irgendwie. Wir lassen das mit den Schokobo, mit dem blauen Schokobo. Jetzt, ich hab da keine Lust drauf. Man kriegt sowieso nur Items. Lilly, wo bist du nur hingegangen? Ach, wir haben hier einen Schokobo. Der ist schön. Wir machen jetzt weiter mit der Story. Da habe ich jetzt Bock drauf. Story, ansonsten müssten wir jetzt nochmal komplett hier durch. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Warum dreht sich das nicht? Danke, Kamera! Da waren wir ja schon. Clara's Stamm. Clara, habe ich immer ein bisschen Probleme mit das auszusprechen. Hört ihr das? Das ewige Tosen des Sturms. Der Sturm ist so stark. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Los! Ja, du hast recht, mein Bester. Je schneller wir ankommen, desto schneller können wir Spezialitäten dort genießen, Mampf. Auf jeden Fall die stärkere Gruppe, aber naja. Krass stark sind sie jetzt auch alle nicht. Clara sieht halt auch wieder richtig schön aus. Guck mal, wie geil das aussieht. Einfach super hübsch. Sehr hübsch. Aber natürlich alt, aber hübsch. Alt, aber hübsch. Oh Mist. Wäre vielleicht doch nochmal besser zurückgegangen kurz. Wir haben ja gesehen, dass da noch was ist. Ich weiß nicht, wann wir da als nächstes mal hinkommen. Genau. Hier sind so Steine. Da habe ich gedacht, dass man hier vielleicht noch irgendwas findet. Nein! Ah, Haltung annehmen. Ja, danke schön, Raven, für deine Kanalpunkte. Niu. Hier ist gar nichts. Unnötiger Screen. Aber ich finde es gut, dass die Screens meistens, wenn sie da sind, auch, dass man da auch was machen kann. Den Ort erinnere ich mich nicht mehr so gut dran. Muss ich ganz ehrlich sein. Komm ich da so gegen die Tür drücken? Ich krieg die Tür nicht auf. Keine Chance, die bewegt sich kein Deut. Das wäre aber ein hartes Rätsel. Das hätte ich ja gar nicht geschafft. Phönixfeder.
Phönixfeder. Könnte man noch mal ein paar gebrauchen. Ein Schild. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie das hier geht. Aha! Diese kleinen Schatztruhen, die verstecken sich immer so krass. Ein Monster. Da müssen wir mal gucken, ob wir es fressen können und ob wir was klauen können. Ah, das war der Typ. An die kann ich mich noch erinnern. Ich finde irgendwie, die sehen viel zu süß aus. Viel zu süß. Ich glaube, die sind aber nicht so hart überlevelt. Ich glaube, die sind relativ... Aber Zitan ist halt jetzt schon richtig stark, weil der halt schon eine richtig gute Waffe jetzt hat. Nicht genießbar, Mampf. Okay. Dann ist es halt nicht genießbar. Dann brauchen wir es auch gar nicht ausprobieren. Aber wir können es trotzdem noch. Kannst du das Spiel... Pinne? Kennst du das Spiel Pinne? Oder ist es Pein? Ich glaube nicht. Kannst du jetzt fressen? Um was geht's denn in dem Spiel, Raven? Ah, Mann, er kommt wieder zu sich. Einfach drauf. Drauf. Ah, ich glaube, ich muss mit ihr mal springen. Stimmt, ich kann gar nicht mit ihr... Doch, ich kann rein theoretisch auch mit ihr angreifen, aber... Sprung ist, glaube ich, am besten. Dann wird er, glaube ich, so zerlegt und dann geht das. Was ich mir jetzt auf jeden Fall holen werde, was ich gerne mit euch zusammenspielen würde, ist dieses Ding mit der Rübe. Aber ich habe jetzt auch ein ganz neues gesehen. Ah, jetzt muss ich angreifen nochmal. Ah, ne, es spielt, glaube ich, keine Rolle. Aber ich habe auch ein neues gesehen. Da muss man, wenn man zwinkert, dann geht die Geschichte weiter. Und das finde ich auch das coole Konzept. Keine Ahnung, hab's nur gerade bei Epic Games gesehen. Ist zurzeit auch kostenlos. Ja, da kannst du es dir ja mal runterladen. Kannst du ja nicht so viel verlieren, wenn es kostenlos ist. Warum funktioniert das nicht? Was dauert hier so lange? Ich verstehe das nicht. Ach, schon wieder! Freya, dann spring doch endlich mal bitte. Da drauf auf das Ding. Danke. Nee, nur 39. Ah, wahrscheinlich muss ich... Wahrscheinlich bringt da Angriff nicht so viel was. Und ich muss dann irgendwie mit zaubern. Aber ich kenne generell, falls es so ein AAA-Titel ist oder sowas, kenne ich es halt generell nicht. Bin da nicht so gut drin. Ich habe schon ziemlich viele Sachen mit dir. Ah, ich wollte eigentlich Analyse erstmal gucken. So, ich hoffe, dass jetzt halt einfach mal das funktioniert so. Was ist das denn? Mann ist im Angriffsvorteil. Wow. Dümmste Attacke ever. Weil ich da hier... Hey, warum greift der Vivi nicht an? Der ist doch schon die... Ach, ganz ehrlich. Was ist denn das für ein blöder Gegner? Ich habe keine Ahnung, wie ich den tot krieg. Er hat jetzt schon so viel gefressen. Das kann eigentlich nicht wahr sein. Ich habe aber auch niemanden, den ich mit Analyse oder so... Jetzt, Vivi, ganz ehrlich, jetzt greif endlich mal an. Danke. Oh, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Oh, bin ich ein Depp. Ich habe das die ganze Zeit übersehen, dass man dann das Herz anwählen kann. Oh. Ja, dann ist es klar, dass es die ganze Zeit nicht funktioniert. Wenn ich so ein Depp bin. Guck, jetzt kann man das Herz hier. Aber jetzt bin ich sowieso wieder zu spät dran. Das hat unnötig lang gedauert, bis ich das festgestellt habe. Aber wir wissen ja alle, ich bin nicht die absolut hellste, was manchmal Spiele angeht. Jetzt greift doch mal einer an.
Konter. Oh, krass. Ich hoffe, jetzt greifen die mal das Herz an. Und die Spiele, die ich mir ausgesucht habe, die kosten dann jeweils schon mal ein bisschen was an Geld. Also das Turnip Quest, das kostet 10 und das andere kostet halt auch 10. Aber ich vermute halt, dass sich da leider nicht so viel Zeit wie jetzt zum Beispiel bei einem Final Fantasy 9 rausholen lässt. Ach, endlich ist das Ding tot. So unnötig. Aber ich muss mal gucken, ob ich das Herz fressen kann. Weil vielleicht geht der Sand nicht, weil der Sand ist wahrscheinlich nicht lecker. Aber das Herz könnte doch durchaus schon sein. Nochmal eine Schatztruhe. Save Stiefel. Gucken uns jetzt aber erstmal an, was wir hier mit den Leuten anlegen können. Ach nee, wir haben sogar noch eine stärkere Sache schon bei uns. So, nix, nix. Kann ich auch nichts lernen. Bronze bin ich gerade am Lernen. Ja, komm. Mal ein bisschen was Neues. Zauberstiefel klingt gut. Bronzeharnisch klingt auch gut. Alles neue Sachen lernen ist immer schön. Eis grab ich noch nicht. Kann ich nichts mit lernen. Bronzerüstung. Hier muss ich auch noch was lernen. Noch was lernen. Kann ich nichts lernen. Kann ich nichts lernen. Kann ich ihr eigentlich direkt die Mithril-Gabe geben? Ist total unnötig, weil die sowieso nur diese eine Sache lernt. Ja. Und dann geht's ab den Baum hoch. Ach, ich mag auch diesen Sound von der Schatztruhe. Durch das Loch luken. Es ist zu dunkel, ich kann kaum was erkennen. Da machen wir mal die andere, ne? Warum nicht? Was soll denn Schlimmes passieren? Da kommt ja Sand rausgeströmt. Jetzt habe ich so viel getrunken. Jetzt muss ich total auf die Toilette. Ganz schlimm. Ich glaube, an der Stelle habe ich schon mal als Kind gehungen, weil ich nicht wusste, wie es dann da weitergeht. Muss ich mal schauen. Nein. Nicht, dass ich jetzt total verwirrt bin. Ah, die sehen doch bestimmt essbar aus. Ganz ehrlich, das sieht doch richtig so aus, als ob man sie phrasen könnte. Ist das genießbar? Muss schwächer werden. Ja, okay. Muss erstmal schwächer werden, dann kann man nochmal drüber reden, ob's... Oh, ich mach dir doch auch gar keinen Schaden, ne? Quinnerfall gelernt. Sehr schön. Das ging ja... Die haben auch gar nicht viel Leben, okay. Okay, ich nehme alles zurück. Wir haben doch viel Schaden gemacht. Es lag einfach nur daran, dass sie ein bisschen Leben haben. Stimmt, wir haben ja keinen Heiler mehr in der Gruppe. Oh, ich habe zu wenig Potions eingepackt. Das wird mir jetzt klar. Was mache ich denn? Was mache ich denn, wenn ich keine Potions mehr habe? Keine Potions mehr habe? Ich glaube, ich muss hier bestimmt noch mal ausmachen. Nein! Ich kann es nicht mehr ausmachen. Okay. Da bin ich leicht verwirrt. Auch an der Stelle habe ich schon mal gehongen. Ich weiß es ganz genau. Ich weiß es. Ich weiß es doch. Noch ein Kampf. Oh, ein Vögelchen. Blitz. Machen wir mal bei dem Blitz, weil es oft so, dass... Machen wir mit einem Abwehr, Angriff. Das ist ein Vogel, das heißt, der muss ein bisschen was aushalten und dann... Ja, eher Aura. Okay, Luft.
Ui. Ich hoffe, das überlebt noch ein Blitz. Na komm, wir gehen mal nicht das Risiko ein. Badada, ich fress dich jetzt gleich auf. Oh, sehr schön. Mal schauen. Dann mach mal, friss. Guck, ob du den fressen kannst. Muss schwächer werden. Okay. Also zwei Sachen hält er auf jeden Fall noch aus. So ist es ja nicht. Der Schnabel ist aber auch sehr, sehr pratze. Es klingt irgendwie so, als ob ich das hier ein bisschen hier... Was? Wie konnte das denn sein? Gerade eben war er noch zu niedrig, um zu fressen. Und jetzt hat er... Ist er schon tot. Es ging viel zu schnell. Es ging wirklich viel zu schnell. Ich muss jetzt viel zu schnell auf die Toilette, weil ich jetzt so viel getrunken habe. Ich habe gedacht, ich muss hier hoch, aber irgendwie... Aha! Da war's. War ich doch richtig. Hahaha. Jetzt haben wir alles... Ist krass, dass die Schatztruhe hier noch da ist. Bisschen unlogisch, aber okay. Da. Ich habe jetzt Final Fantasy World mal weiter gespielt. Und am Anfang hat mir das Spiel ganz gut gefallen, aber mittlerweile... Ja, dann gehe ich da. Ich gehe ja gleich. Dauert nicht mehr lange. Ah, ich habe nicht mehr viel... Wow. Wir haben ja Äther, so ist es ja nicht. Phrasen. In der Phrase. Oh, habt ihr es gesehen? Sicker Move von Vivi hier an der Stelle. Und dann hole ich mir direkt noch mal was zu trinken. Mau, 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 mau. Ich esse gerne Mau, Mau, Mau. Stimmt gar nicht. Ich esse gar nicht so gern Mau, Mau. Ach, das Herz ist auch nicht genießbar. Okay. Okay. Bau, bau, bau. Mau, 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 mau. High Potion. Es ist halt ganz cool, dass wir hier High Potions kriegen, weil normalerweise kriegen wir eher Potions. Ja, ich glaube, mittlerweile kriegen wir schon meistens eher High Potions. Wir schauen nicht mehr zurück, aber wenn ich zurückschaue... Warum, Pet? Was denn jetzt passiert? Ist der denn jetzt bitte schon gestorben? Mensch. Wow, jetzt kriegt Quinna keine Erfahrungspunkte. Aber Quinna wird sowieso nicht in meinem Endteam drin sein. Wobei, wir können ja mal zusammen entscheiden, ne? Wie, wen wir im Endteam dabei haben wollen. Also, wen ich normalerweise nicht mag, ist Freya. Die finde ich nicht so stark. Mein Hauptteam ist tatsächlich immer die alte Bande. Immer Steiner, Vivi, Zitane und Lilly. Aber das können wir ja nachher alles auch nochmal entscheiden. Ich bin dann jetzt mal kurz weg. Jetzt seht ihr mich auch. Ich wollte euch nur ein bisschen Angst machen. Ich gebe es ja zu. Habe ich es geschafft? Habe ich euch ein bisschen Angst gemacht? Oh, bin ich jetzt schon den richtigen Weg, oder? Ich bin verwirrt. Es ist gar nicht so jetzt... Hallo, willkommen, hallo. Roxys und die Reben. Hallo, hallöli. Zelt. Geil. Nö, hast du nicht auch, Manu. Das denn? Ich war gerade vor Mokri, hab auf Kreis gedrückt und dann kam Monster. Kann doch wohl nicht wahr sein. Guck, und ich esse ein bisschen Schokolade. Ich habe heute noch nicht so viel gegessen, weil mir mein Essen nicht so gut geschmeckt hat. Und dann habe ich das ein bisschen anders aufgebraucht jetzt. Also bin ich das jetzt gerade ein bisschen anders am Aufbrauchen. Und deswegen muss ich jetzt noch ein bisschen Schokolade, glaube ich, essen. Ich muss. Mit der Stimme kannst du keine Angst machen.
Willst du damit sagen, ich bin nicht respektvoll, ich bin nicht angsteinflößend genug? Bin ich nicht angsteinflößend genug? Warte. Bin ich nicht angsteinflößend genug? So. Hä, hey, warum ist das jetzt direkt tot? Boah, Vivi hat voll reingehauen, ey. Aisra on top. Voll der Top-Move gerade. Richtig cool. Moana. An Moana einen Brief überreichen. Oh, ein Brief von Natura. Vielen Dank, Kupo. Von Natura an Moana. Es ist schrecklich. Diese grässlichen Kerle haben die schöne Stadt kaputt gemacht, Kupo. Warum bloß, Kupo? Warum bloß, Kupo? Ich hasse diese Zipfelmützen, Kupo. Sei bitte vorsichtig, Moana. Am besten du ziehst irgendwo anders hin, Kupo. Oh nein, Bromelia wurde verwüstet. Sind wir hier denn nicht sicher? Sind wir das, Kupo? Total traurig. Ich hätte so gerne einen Brief. Du hast doch einen gekriegt. Hey, hey. Huhu. Ganz viele Leute hier. Ich sehe es nicht. Ich habe die Viewerzahlen ausgeschaltet, MacMondel. Dann performt man nämlich. Weil man dann nicht weiß, dann ist man erstens nicht aufgeregt, wenn so viele Leute sind. Und zweitens ist man dann auch so immer so, okay, mir könnten jetzt 5, mir könnten jetzt 20 Leute zugucken. Das ist einfach cool. Wie geht's dir, MacMondel? Wie geht's?